wir haben jetzt schon Tag 3 im Aufbau. Wir werden heute auch fertig werden und heute kommen alle rein und heute wird wirklich die Show zusammengebaut. Zwischendrin, von gestern zu heute, haben wir noch weiter Eis gespritzt. Das Eis ist soweit auch fertig jetzt und jetzt müssen wir bloß noch die Technik fertig bringen. Wir haben in der Show 20 Crewmitglieder, 40 Eisläufer, 15 Leute, die uns in sonstigen Dingen von Kochen bis zur Buchhaltung noch begleiten. Wir haben auf der Tour hier selber 4 Eismeister, die mit uns reisen. Die sind teilweise schon in den nächsten Städten, weil wir das Eis schon bauen müssen, wenn wir in der Stadt vorher noch spielen. Die Show ist sehr schwer. Wir haben hier fast 30 Tonnen in der Decke hängen. Das ist so ein bisschen das Problem, das in viele Hallen hineinzubekommen. Wir haben sehr viel LED-Technik drin und haben hier eine dreidimensionale Videowand. Ist auch das erste Mal, ist aber eigentlich ziemlich gelungen, weil wir suchen auch jedes Jahr irgendwas, was keiner gerade macht und versuchen da auch innovativ jedes Mal wieder was Neues zu tun. Am nächsten Tag, am Premierentag, werden Proben durchgeführt. Dadurch, dass wir die Fliegereien haben, es ist kompliziert, machbar, aber kompliziert. Jeder Griff muss stimmen. Ja. And my job, on one side, it is to look after the good quality of the performance, but in link with that, I have to look after performers and their individual needs to give them the tools to perform on their highest level. Also es war wunderschön. Die Halle war voll. Die Menschen haben viel geklatscht und sehr laut geklatscht. Und wir hatten einen sehr guten Applaus. Und das freut einen auch immer, wenn man dann die Reaktion von den Zuschauern zurückbekommt. Und da geht man dann beruhigt nach Hause und glücklich nach Hause.